So, weiter geht's. Einmal das da und einmal das da. Ich wollte noch irgendwas machen. Das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin. Never. Use a lodestone. Netherite. Ich habe bisher auch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja. Mein Windrad wird immer hässlicher und ja. Drei Mutantentyps, die es kloppen. Was gibt's denn da bitte schön? Irgendwas Gelbes von Crate. Was sieht man das hier? Nö. Okay. Da gibt's Money, da. Ach, eh, Netherite. Wow. Dias, wow. Noch mehr Dias, noch mehr Dias. Nee, das da, ein Beacon, wow. Alles, was man nicht braucht. Das ist doch ein Kreativ-Item, was es dort gibt. Kreativ-Fluid-Tank. Ja, es gibt ab und an halt mal Kreativ-Items da. Es gibt auch einen Kreativ-Motor irgendwann. Kann man sich das alles sparen. Hier gibt's Spawn-Eier, lol. Ja, aber nicht bei den Mobs klatschen. Da gibt's keinen Kreativmotor. Okay, irgendwo hatte ich das aber gesehen. Muss ich gleich mal schauen, wo das war. Es müsste nämlich auch lila sein. Den habe ich nämlich im Singleplayer gesehen. Kreativ Crate gibt's. Das ist der Kreativmotor. Den muss es dann bei irgendeiner anderen Quest geben. Wer weiß, wer weiß. Auto. Oder mache ich erstmal Lodestone? Oh Gott, das ist doch so ein Vanilla-Item, oder? Dieser Lodestone. Oder täusche ich mich da jetzt? Das ist Target. Beacon. Hier ist er. Lodestone. Netherite Ingot. Gut, den machen wir. Das und ein bisschen Stein. Nummer 1 Stein. Oh, wow. Ich hab da noch Cleanstone. Hä? Stonebricks, willst du mich verarschen, Alter? Ey, nee. Hä? Es muss dieses gechiselte Rotzzeug sein, ernsthaft? Ach komm. Und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Kannst du mir den mal erklären, Darko? Ich hab den noch nie benutzt. Was soll ich dir erklären? Den Lodestone. Ich hab den noch nie benutzt. Hey, ich hab die Quest auch noch nicht verstanden, was man damit machen soll. Ich hab den jetzt gebaut. Brauchst halt Netherite dafür. Der ist auf jeden Fall was für ein Nether. Klatsch. Klatsch. Dann gehen wir mal in Nether, würde ich sagen. Ist da. Kann man nicht, wenn man den hat, daneben im Bett aufbauen und im Nether schlafen? War das nicht so? Irgendwie war das doch. Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Vanille-Item? Ja. Hab ich noch nie von gehört. Das ist auch mit der 16 neu reingekommen. Alles klar.
Ey, der Witz, geil. Ich grab mich mal zum Netherportal mit dem nächsten Gong. Naja, warte. Achso, du bist schon gleich mein Rest. Ich wollte ja noch dieses komische Fleisch von dir haben. Da musst du warten. Ist aber voll unfair, wenn ich dir jetzt helfe, mehr Herzen zu kriegen und ich krieg die Herzen aber nicht voll. So wie es sein soll. Ja, dann helfe ich dir wieder, wenn ich was finde. Ja, toll. Dann isst du das, hast trotzdem mehr Herzen wie ich. Verstehst du das Dilemma? Ja, gut. Ja, aber ich weiß nicht warum. Achso. Quest, was sagt ihr denn? Ich brauche hier noch. Mich verarschen, ich hab den scheiß Hobbyzeug weggeworfen. Gehst mit Weinmeiner einmal unter Tage. Naja, ich hab das Crying Rack Obsidian abgebaut. Mhm. Aber ich brauche ein bisschen mehr davon. Ich hab das einfach gleich wieder weggeworfen. Das wirft man nicht weg. Woher soll ich das wissen? Für mich ist das ein hässlicher Deko-Block. Nee, das brauchst du in 1.16 tatsächlich auch zum Craften. Ja, habe ich jetzt auch gemerkt, für so einen hässlichen Ofen. Seasonwechsel. Gemerkt. Ich höre das Wasser zum Netherportal. Häusen. Nice. Gibt's hier überhaupt noch eins wahrscheinlich? Was? Boah, aber ein paar mehr. Von diesem. Ah, hier drin ist noch welches Glück gehabt. Von diesem Crying Red Obsidian. Und wofür ist dieser komische Ofen? Weiß ich nicht. Da war kein Weinmeiner drauf, gut. Welcher Gang war das jetzt? Der hier, okay. So. Respawn Anchor heißt das Teil. Okay. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall was für den Nether. Was? Der Respawn Anchor. Ja klar, dann mache ich jetzt aus dem Cryback Obsidian, das ist deine Aufgabe. Aber ich weiß nicht, was das ist. So, ich habe den Lodestone gesetzt, nee, da nichts passiert. Ich baue ihn wieder ab und komme her. Ich verstehe diesen Stein nicht. Das ist das erste Mal, dass ich den irgendwie ansatzweise hier hab. Oh je, da brauche ich ja ein bisschen. Da brauche ich eine Menge Netherite. Beziehungsweise Ancient Grease. Das kommt da rein. Picke dahin, die dahin. Ne, warte mal, das ist die Sektatsch, die kommt dahin. Die kommt dahin, die kommt dahin. Ich weiß es nie. Lodestone. Oder ist das eine Art Chunkloader? Keine Ahnung. Ich weiß das auch nicht. Hast du diese Aufgabe mit dem Anchor bis zum Max hochbringen gemacht? Anchor? Den Respawn Anchor. Ja, genau. Nö, den hab ich noch nie gemacht. Okay. Kann ich aber machen. Mir fehlt ein Crying Obsidian. Eins, ja, weil da kommt dann noch eine Quest und die verstehe ich erst recht nicht. Ja. Haben wir schon irgendwie hinkriegen. Klatsch. Kann Crying Obsidian eigentlich craften? Oh, okay. Könnte ich nicht. Schnauze voll, ich bin am Kollaps, was meine Lage angeht, das geht so nicht.
Irgendwo hier kam noch eins, das weiß ich. Doch, das müsste hier gewesen sein. So, da kommen jetzt alle Kochsachen rein. Nee, das war nicht hier. Alle was mit Essen. Das war da hinten. Ey, ich bin wieder am Anfang, nice. Ei, ei, ei. Wenn man sich seinen eigenen Gang nicht mehr zurechtfindet. Kann passieren. So. Stopp mal. Das war knapp. Ganz ehrlich, ich baue das Portal hier jetzt zu. Es geht nur vom Sack. So. Maya 0815 Trick mit Weilenmeiner. Irgendwo eins? Nö, okay. So, so, so. So, so, so. Wie viel haben wir? 11 erreicht. So. Das, das, das. Hammer. Okay, weiter geht's. Charge Respawn Anchor to Max. Oh, warte mal, wie war denn das? Da gab's doch irgendwas. Ja, ich hab nur keine Ahnung was. Oh Gott! Aha. Aha, 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 aha. Dann Klosteinblöcke hab ich. Hab ich. Wie bewegt man ein volles Bienenteil? Mit Silktouch abbauen. Da bleiben die Bienen drinnen. Kann ich mir dein Silktouch-Ding. Ich bin gerade schon auf dem Weg zum Nether. Ja, okay. Ich mach das jetzt mit dem Respawn-Anker halt. Ja, und wie funktioniert das? Irgendwie mit Klostein. Ich hätte vielleicht die anderen Blöcke da noch mitnehmen sollen. 8er. Lol. So und so. Ich habe nämlich gerade mal die Wiki offen davon, weil ich das halt auch noch nie gemacht habe. Crafted respawn anchor has no zero charge and can yet be used until charged when a closed block is used with charge is added. Textur bla bla bla, light level of 3 up bla bla bla. Irgendwie so. Und da der was für den Nether ist, mach ich das im Nether. Und da halte ich mich jetzt einfach mal hier an die Angaben von dem, was ich hier sehe. Mhm.
Hast du jetzt eine Kindersicherung eigentlich eingebaut für mich oder warum hast du da noch ein Wasser über der Falltür platziert? Weil dort eigentlich mein Keller hin soll. Achso. Dort habe ich auch Kupfer gefahren. Ja, ich dachte, weil, dass das jetzt extra für mich ist, weil ich immer nicht schaffe, die Tür zu machen. Nö. Hey, jetzt sind hier keine Blockfische mehr. Willst du mich veräppeln? Hier waren da immer welche. Aber du musst trotzdem hinbekommen, dass die Falltür beim Wasserloch zu ist. Das meine ich ja, und das ist ja jetzt erleichtert worden. Ja, oben die kriegst du auch leicht hin, wenn du es zubaust. Wenn du runterspringst, dass du die zumachst. Hier gibt es echt keine Blockfische mehr. Ich bin veräppelt. Mein Mining ist hier drauf. Muss ich sneaken, ne? Gar nicht verstecken hier, so. Machen wir es jetzt so. Okay, machen wir hier noch ein bisschen was weg. Welcher Höhe ist das? Sieht mir aus wie Höhe 4. Also 3 Blöcke. 1, 2, 3. Das Ding. Dann irgendwie Klosto. Ah. Okay, hab's geschafft. War sinnlos, dass ich das so gemacht habe, aber okay. Setze ich hier ein bisschen Kloster zur Deko hin und dann kann das so bleiben. So, mein Schniedelwutz. Kann ich deine riesen Multiblock-Crafting-Dingsbums-Anlage einmal kurz verwenden, um das auszutesten? Was für eine Multiblock? Dieses Multicrafting, was du so cool findest. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Was willst du tasten? Ich will das vorher wissen, nicht, dass du mir dort alles kaputt machst. Ich will eine Sache herstellen. Ich will ein Crushing Wheel herstellen. Ich will testen, ob das auch meine Produktion steigert oder ob das sinnlos ist. Crushing Wheel? Ach, die zwei fetten Räder. Das sind so komische Steinräder, die. Die ich hier schon habe, wo ich meine Erze mal durchrattern lasse. Hast du die nicht? Ich weiß das gar nicht. Natürlich, das sind die, wo ich ewig gebraucht habe, dass die sich so drehen, dass die crushen tun. Ah, jetzt weiß ich, welche du hast. Ja, genau, die Dinger. Du kannst sie gerne versuchen. Machen wir da nur nichts kaputt. Sonst baue ich mir noch ein paar Granatlauncher-Raketen. Und du weißt, bei dem Punkt ist Block Damage an und das ist deine Base ganz schnell weg. So, Anker ist auf Max gestellt. Dann. Was ist denn das hier? Encount a Strappler. Tame a Grizzly Bear. Breed Crocodile. Find a Rattlesnake. Dazu müssen wir bestimmt in die Wüste. Make an Elephant ride more comfy. Tame a Baby Elephant. Wie starte ich das? Geht automatisch. Das geht alles automatisch, ne? Hab ich noch weiße Pflänzchen?
Ich hab natürlich keine mehr. Okay. Ich muss wieder abholzen gehen. Scheißen. Machen wir das hier, dann nehmen wir das Eisen mit. Was zu futtern habe ich auch dabei. Aber wie ist das? Find a Rattlesnake. Seegtouch-Dings habe ich dabei. Ich brauche aber noch die Algen. Haben wir 17 Stück in den Backpack. So. Ach, Nacht ist gut. Kann ich ein paar Zombies klatschen geben? Na, blöde Katze. Hier draußen sind Fackeln an den Bäumen. Why? Ach komm, jetzt stirb doch endlich. Mann, 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 der See hier nervt, der muss zugebaut werden. Ah, das Mutantenidiot. Weiße Blume, meine. Auch da ist schon wieder so ein Mutant. Oh nö, der hat mich jetzt gesehen. Hi. Oh, der ist sogar auf Speed. Au. Oh, der kommt mir nicht hinterher, das ist gut. Es leckt schon wieder, die bewegen sich schon wieder in Zeitlupe. Komm. Das kann ich wieder dicht machen. So. Na komm. Okay, irgendeine Quest gerade erledigt. Nee, Level bekommen. Passt. So. Da hab ich ja bald meine Level wieder drin hier.
Sag mal, Darko, die weißen Blumen, kommen die nur aus den Akazienbäumen oder auch aus anderen? Nur Katze, okay. Wenn dem so ist. Bei dir fliegt Mutantenzombie in die Luft. Nicht warum, aber es nervt gerade ziemlich. Ja, ich krieg's mit, wenn die Mobs hier bei mir sind. Mal bewegen sie sich normal und mal richtig schön in Zeitlupe. Das nervt halt wirklich. Alter, dein Windrad, ne? Das ist kein Windrad, das ist ein Unfall. Ey, ist immer noch so schlimm. Okay. Ja, ich weiß, was für ein Unfall ist. Von hinten angekleckert kommt ja. Vor allem, das ist ja eigentlich nur. Ja? Also ein recht kleines Mobchen. Abgesehen davon, wenn man jetzt wirklich 1500 Mutanten-Zombies und 10.000 Zombies killen will, dann dauert das ein bisschen, aber sonst geht das ja eigentlich. Von der Schnelligkeit. Ja. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob du wirklich 1500 Mutanten-Zombies killen möchtest. Nee, glaube ich auch nicht. Achso, ja, nachschauen muss ich ja die Karte da drin. Das glaube ich nicht, dass ich das machen werde. Jetzt stirb doch endlich mal. Alter, wie viele Herzen hast du denn noch? Ey, das war ein stinknormaler Zombie. Der hat ja über 50 Herzen gehabt. Wahrscheinlich gerade mal 25. Nee, stand 50 da, keine Ahnung. Na, okay. Dann hat er tatsächlich 50. Weiße Blümchen, weiße Blümchen. Wenn das so weitergeht, ist es ja bald keine Akazie, steht keine Akazie mehr da. Zombie ohne Arme. Nice. Da. Meins. Alter! Da kam auch immer so ein Vieh auf Speed um die Ecke. Mann, ey. Das können die doch nie mit mir machen. Ich bin alt, ich krieg einen Herzkollaps. Ich hoffe nur, der Babyelefant lebt dann noch. Okay, Akazienbäume sind echt so langsam Mangelware hier. Aber halt auch keiner, die irgendwie nachpflanzt. Ja. Na, ich lass die Saplinge liegen, wenn dann ein Elefant kommt, der frisst sie halt eiskalt auf. Ja, eben.
Oh, hier sind Schweine. Bräuchte ich tatsächlich auch noch. Ach man. Keine weiße Blume, keine weiße Blume. Ja, jetzt kommt ja auch noch so ein kleiner Pümmelklatscher dazu. Ja, der auf Speed geht mir auf den Sack. Der hittet mich jedes Mal, wenn er bei mir ist. Oh. Nein, nein, nein. Ich hab 30 Herzen und tschüss. Die verlierst du nicht, wenn du stirbst. Doch. Level. 30 Herzen, hä? Wie komm ich denn da drauf? Ich kann mir gut vorstellen, dass es so leckt, weil hier viele Zombies Effekte haben. Obwohl, mittlerweile leckt es gar nicht mehr. Bei dir nicht, bei mir laufen sie gerne mal noch in Zeitlupe lang. Oh, ich habe einen Elefanten gefunden. Ein was? Meinen Elefanten. Ich dachte, Baby. Wenn du mir das Baby wegschnappst, was ich gefunden hatte. Boah. Dann zeige ich dir, was ein Zombie-Raid ist. Junge, ich lieb dich sowas von. Was, den Elefant? Ja. Oh, weil du auf dem Reiten da kannst. Nein, weil der gerade mein Zombie hier gewonnen hätte. Alter, jetzt stirb doch mal, du kleiner Chaco. Wird doch mal Zeit, ey. Bei wie viel Zombie-Kills bin ich denn aktuell? 89 von 125. Boah. Passt. Es leckt, wenn ich in deine Base komme, in die Richtung. Hinter meiner Base hier weiter weg ist alles Picobello. Ja, dann hör auf, in meine Base zu gehen. Da hammer's doch. Mir wird gerade der Weg abgeschnitten. Da hammer's doch. Das Pack will nicht, dass du in meine Base gehst. Aber wenn ich in meiner Base bin, läuft alles flüssig, komischerweise. Ja, flüssig läuft es, aber Mobs kämpfen meine ich jetzt nicht. Möglich. Na dann. So, jetzt muss ich mal schauen, wie kriege ich den Elefanten in meine Base? Ja. Das Loch muss auf jeden Fall dreimal, also von der Breite her drei sein. Hoch, keine Ahnung. Da habe ich mal sechs genommen. So, 13 weiße Blumen. Und der Baby-Elefant scheint erwachsen zu sein. Okay, springen ist schon mal nicht mit dem. Hast du schon mal einen Elefanten in echt springen sehen? Wir sind hier in Minecraft, in der Welt, wo alles gilt. Ah ja. Oh cool! Siehst du das? Achievement? Ja, so heißt das. Der Elefant. Der Elefant hat einen Oakleaf abgebaut, den habe ich aufgenommen. Was? Ja. Fies. Und der Babyfant ist erwachsen. Toll, jetzt muss ich mir einen neuen suchen. Irgendwie wollen meine zwei nie miteinander kopulieren. Darko, ich lasse dir noch ein paar Akazienbäume stehen, ne, damit du dir auch einen Baby-Elefanten tilgen kannst. Aber nicht so viele. Ich habe bestimmt stackweise Seeds davon, als Saplinge davon, ey. Oh mein Gott.
heute noch. Du bleibst mal bitte hier in der Höhle, genau. Das ist wieder ein großer, das ist ein großer, das ist ein großer, das ist ein großer. Hier sind wieder Ziegen. Und das ist wieder eine Potsau. Mal schnell ein bisschen schwarze Wolle farmen. Geht nicht, okay. Da ist vier große Elefanten. Nee, ich will einen Baby-Elefant haben. Da war ein Blubbervogel. Ist da hinten eventuell ein wildes Männel und ein wildes Weibel? Nö, alles Weiber. Hä? Das wäre jetzt creepy, wenn ich den einzigen männlichen Elefanten hier aus der Ecke habe. Du bist ein Zombie und kein Blobfisch. Hast du einen Männel oder einen Weibel-Elefant? Ich hab keine Ahnung. Na, hat der Stoßzähne oder nicht? Ich hab nicht darauf geachtet, deswegen keine Ahnung. Ey, Darko. Ernsthaft. Sowas achtet man noch. Der Junge, das ist ein Weibel. Ich glaube, ich hab ein Männchen, ich weiß es aber nicht. Wäre das eigentlich gut, wenn wir unsere zwei mal pimpern lassen. Weil ich krieg ja mein Männchen irgendwie nicht getamed, was ich hab. Ich hab das Stack. Ich muss doch mal schauen. Ich hab da massig weiße Blumen reingesteckt, aber nö. Der will einfach nicht. Elefant sagt nein. Ich weiß doch gar nicht, kann man Männchen zähmen? Müsste man können, rein theoretisch. Vor allem, die haben es bei mir so gut. Wisst ihr, die haben so ein geiles Gehege, das 5x5 ist. Also, was wollen die mehr? Besser als wie in China. Wo sie angekettet, ausgepeitscht werden. Ei, ei, ei. Wieder krass hier. Ich bin kein Glowstone. Und das ist mal sehr leicht ankommen. Ja, da, Gunnar. Na doch, da. Warum sollst du auch immer alles leichter finden und bekommen? Ah, yes. Nee, ich habe hier ein Problem. Also ganz so leicht, das ist doch nicht mehr anzukommen. Ich habe hier etwas, was sich Magma Cube mit Effekten betiteln lässt. Die gehen ja noch. Aber nicht, wenn sie in gefühlt einer Minute einen Sprung machen, weil es leckt. Dafür kann ich nichts. Ich bin ja schon auf dem Heimweg. Du bist sogar noch unterwegs? Aber ja. Ja, ich hab Bäume gefällt, na klar. So, ja, das muss man doch keine Kilometer weit von deiner Base wegmachen. Ich mach das alles um deine Base herum. Da sind die einzigen Akazienbäume. Und ich werde nicht in den nächsten Akazienwald ziehen, der 5000 Blöcke weg ist. Das kannst du knicken. Also ich mach vieles, aber das nicht. Weil ich gestern richtig geile Biome gefunden habe, wo man sich könnte so geil niederlassen und so eine geile Base bauen. Aber das ist dann eher wieder was für die Bauhainis und nichts für Darkus.
Was ist denn das für ein hässlicher XXL-Baum bei deiner Base? Dieser Oakwood. Der sieht ja mal richtig hässlich aus. Dann haben jetzt die gar keine Akazien mehr. Ja, doch, ein bisschen was müsste noch da sein. Ich habe nur 21 Blumen rausbekommen, das ist fies. Ach, und ich habe 4 Stacks und 32 Akazien-Saplinge. Gepäck, ganz gut an. Die sind bei Zeit wieder weg, das weißt du doch. Bei Zeiten wieder weg. Schon wieder Mikits Munition. Vor allem wollte ich jetzt, bevor du jetzt das, wieder abhaust. Das ist zu spät, bin schon weg. Verstehst du noch? Eine lange Liste von dir haben. Ich habe mir mal eine Liste aufgeschrieben, was jetzt so anfällt. Ey, Daku, aber alles kriegst du nicht und Teil musst du auch selber erfahren. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Nein, du schnorst dir ganz schön was. Hör doch erstmal zu. Nein. Einfach nein. Ich weiß nicht, möchte ich die Sandmenge, damit ich den Wald wieder aufpflanzen kann? Kriegst du nur einen. Blaues machst du den ganzen Wald. Hopp, 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 her damit. Wenn du meinen Wald schon verunscheinest, dann lass ihn. Okay, ich gebe ihn mir wieder. Ich gebe mir die Saplinge mehr, kriegst du nicht. Du hast sie aufgenommen, kriegst kein Essen. Als zweites wollte ich mir kurz deine Wein meiner Picke Axt ausleihen. Für was? Für den Bienenpass. Du warst dabei, als ich du das erläutert habe. Ach so. Da ist Wegtouch, nicht Wein meiner. Oh, warte. Ich muss sowieso neu trainen. Ich trade dir schnell eine. Also ein Wegtouch-Buch. Danke. Okay. Ich bin mal so frei. So, welcher von euch Idioten war das? Du nicht? Sigtatsch, da. Wieso kann man durch diesen Block durchlaufen? Keine Ahnung, da. Und das dritte war ein Elchfleisch. Ne, zwei Elchfleische. Alter, noch mehr? Aber... Berries kannst du vergessen. Kriegst du nicht. Berries? Ich hab doch auch Berries. Die Sweet Berries. Ja, die hab ich noch gar nicht gesehen. Nö, kein Herz dazu bekommen. Oh. Dann brauchst du doch die Sweet Berries, wa? Oh, das kostet dich. Das kostet dich. Oh. So, Schere, ich brauche Honigkomps für die Bären. So. So. Nein! Was war das? Was ist explodiert? Was hast denn du gemacht? Mami. Daku, was hast du gemacht? Ich bin gerade sehr beschäftigt damit, wenn hier alles flöten geht. Ich seh nur. Alter, was hast du gemacht? Das ist. Tut mir leid, aber. Wieso fehlt mir hier oben ein Klostein? Ey, ich hatte hier überall Klostein drumrum. Warum fehlt mir hier ein Klostein? Ach du Scheiße. Ei, 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 Daku. Nee, nee, nee. Ich brauch erstmal eine Kiste. Nein, ich brauch erstmal. Aber was hast du gemacht, dass auf immer. Ich höre bloß eine Explosion. Und guck zu dir und da brennt alles. Ich hab mit meinem Alchemie-Baukasten rumgespielt. Alchemie-Baukasten? Was für ein. Eigentlich. Nein, das war ein Scherz. Scheiße, ey. Hast du eine Granate aus Versehen geworfen, oder was? Nee, die würde kein Block Damage machen. Nee, ich hab dieses, diesen Anchor halt mit Glowstone aufgeladen, um die Quest zu befüllen. Im Nether! Das ist ein Nether-Item! Ja, die Quest habe ich auch hier erfüllt, aber ich habe einen Block zu viel reingetan, weil ich einfach geklickspammt habe und der war
Ja, vier Stück brauchst du bloß reinschmeißen, Darko. Das hätte ich dir auch sagen können. Ja, ich hab das einfach geklickt, Bernd. Darko, Darko, Darko. Vor allem das ich hab nicht genug Holz für die ganzen Scheiße. Das wird alles despawnen. Weil wenn du Holz brauchst, kann ich dir gerne geben. Also das ist nicht das Problem. Eine Holzkiste läuft über. Ich kann dir aber Akazienholz nur geben. Mach mal einfach ein paar Kisten. Anstelle des scheiß Holz. Ein paar Kisten willst du also. Und das möglichst schnell, danke. Ja, ich bin ja schon dabei. So, so. Ich hab dir ein paar Kisten gemacht. Und wenn du jetzt so rummeckerst, das sind zu viele, dann hau ich dich. Aber mal hier und so noch. Hier in die erste Kiste mache ich hier die restlichen rein. Ich werde dir mal schon helfen. Ich will nie so sein. Ich will nicht so sein. Ich will nicht so sein. Das ist schon so, bis ich das wieder sortiert habe von genial. Ja, aber sei froh. Dürfte eigentlich nichts weggekommen sein. Was ist das denn? Wooden Sledgehammer, okay. Habe ich einfach mal gebaut, weil ich gehofft hatte, damit kann man 3x3 abbauen. Gut, alles eingesammelt. Und du hast jetzt 4 Stacks Kisten von mir bekommen. So kulant bin ich, siehst du das? Also. Oh je, ich brauch. Oh, Erde. Könnte ich dir tatsächlich auch geben, aber will ich nicht. Die werde ich bestimmt noch selber brauchen. Aber warte mal, Erde farm ich dir auch noch schnell. Oh. Brauchst du nicht. Ich. Aber das sieht dann scheiße. Okay, wenn du sagst, brauchst du nicht. Das würde sonst scheiße hinter deiner Base aussehen. Ich hätte das mit Weinmeiner einfach abgebaut. Naja, Axt, Weinmeiner oder Pick und Weinmeiner läuft. So, ich möchte jetzt einen Babyelefanten, eine Rattlesnake und keine Ahnung was finden. Ja, und meinen großen Elefanten habe ich jetzt nochmal 5 Blumen gegeben. Der will nicht getamed werden. Das ist ein Arsch. Ist ein Arsch oder der ist ein Arsch? Der ist ein Arsch. Weil er sich nicht tame lässt. Und es wird Nacht. Ich brauche ein paar Blöcke für unterwegs. So. Kann ich mich wieder hochbauen. Aber mit Schildkröten ist es hier dieses Mal ganz schön mau in dem Pack. Ich spiele nur noch 1-12er Packs, wo ich alles in- und auswendig kenne. Wo du alles was? Wo ich alles in- und auswendig kenne. Na, dann fallen die nächsten Packs aus. Sind alles 1-16-5er. Warum? Weil die Spaß machen. Vor allem den 1-16-5er Technik-Modpack? Hä? Ja. Sind dann die altbekannten geilen Mods sogar, weil die nicht weiterentwickelt wurden. Und? Was hast du mir da eigentlich einen Glowstone-Block mitten in die Mitte platziert?
wenn du das warst. Nö, war ich nicht. Ich hatte kein Closedown dabei. Ey, ich will jetzt nicht alle Bücher an denen verfüttern. Oh. Ei, ei, ei. Ich hör's halt nur explodieren. Guck zu dir und da brennt alles lichterloh. War ein schöner Anblick. Also da kriegt man so richtig Weihnachtsstimmung zum ersten Advent. Ja, das ist gerade da, oder? Das ist vielleicht doch von Vorteil, wenn man ein Haus aus Stein baut. Das ist der einzige, wirklich der allereinzige Vorteil, dass das dann passiert ist, wo wir nicht zusammengebaut haben. Weil da hätte es mich umgebracht. Och, warum? Nein, hätte ich doch nicht gemacht. Oh, ich habe noch mehr Akazienbäume gefunden, Darko. Der Wald wird auch nicht mehr lange stehen hier. Und nein, ich bin nicht bei uns. Komischen Crimson, Blöcke, Bäume und so weiter. Müsste ich dann auch wieder besorgen. Crimson Bäume? Ja, diese pinken lila Dinger da. Woraus mein Haus bestand. Ach so. Müsste ich sogar noch Zepplinge haben. Oder ein bisschen Holz davon. Kann ich dann später mal nachlunzen. Ne? Okay, ich mache heute auf jeden Fall nicht so lange. Weil du hoffst, dass wenn du das nächste Mal wiederkommst, ein Haus da steht? Das ist eigentlich nicht unbedingt, aber es stimmt schon. Immer wenn ich früher gegangen bin, hatte ich irgendein hässliches Haus, was dann wiederum besser aussieht als meine Häuser. Ich habe einen Minenschacht gefunden. Ich glaube, den werde ich mal reinlunzen gehen. Apropos, was passiert denn jetzt mit den Spinnspawnern in den Minenschächten? Mit dem passiert der Klaus, bohrt er gar nichts. Oh, nie wieder Giftspinnen. Geil. Oh, ich habe sogar noch einen Zombie-Spawner gefunden. Nee, das ist da ausgestellt. Die spawnen nur Zombies. Sweeping Edge 3 Buch. Okay, das nehme ich mit. Difficulty minus 10 Hertz nehme ich auch mit. So, ganz viele Cowwebs nehme ich auch mit. Wolle ist immer gefragt hier. So. Ach, das ist ja so ein, ich finde Goldbiom. Und Kupfer. Ist das ernsthaft? Ich finde Goldbiom genannt? Nö, aber hier gibt's ja mehr Gold als alles andere. Ach komm, du kleiner Chaco. Nö. Such dir einen anderen Freund zum Spielen. Alter. Ist jetzt hier auch noch ein Unsichtbarer dabei, oder was? Ey, jetzt. Nichts, aber.
Ihr ist das. Alter. Hilfe. Mami. Ich habe ja nach dieser Catch the Wind Quest gegoogelt. Und bin auf so einer Fragenbeantwortungsseite über den Slot gekommen. Und da hat jemand echt die Frage gestellt, ist das Absicht, dass einige der Mobs unsichtbar sind? Oder ist das ein Bug? Naja, es ist halt so die Frage, genau, wenn es wirklich an TWD angelehnt sein soll, dürften sie nicht unsichtbar sein. Genau, ich finde, also ich wurde dann auch beantwortet, dass es so gewollt ist. Aber ich kenne das halt nicht. Ich kenne das Spiel in der Serie nicht. Ich müsste mir halt von World Beyond mal wieder die neue Folge angucken. Du hast nämlich eine richtig heiße Schauspielerin dabei. Ich finde das sowieso ganz unfair von der Kino-Seite, wo ich halt immer die Filme schaue, die mir halt gesagt hat, das mal. Ja. Habe ich zum allerersten Mal die komplette Harry Potter-Sage, weil mir langweilig war, geschaut. Okay. Bis auf die letzte Folge, sag ich jetzt einfach mal. Die gibt's doch nicht. Und ich finde den nicht. Das welche? 7-1 oder 7-2? 7-2. Ah. Teil Nummer 2, das letzte. Das nervt mich voll. Ja, ist klar, weil das jetzt ein totaler Cliffhanger ist. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja. Okay, was kommt da? Da tue ich jetzt alles, was mit Platz zu tun hat. Oh, ich bin ganz fertig. Ist ja noch eine Art. Alter, warum sterbt denn ihr nicht? Mein Schwert ist doch noch heile. Oh, ist wieder einer mit massig Herzen. Oh, leck mich doch. Ey, 34 Level nur durchs Zombie-Klatschen gemacht. 7 Level nur durchs Sterben gemacht. Ja, gut. Macht aber nichts, weil ich alle meine 30 Level in meine Elefanten reingesteckt habe. Wie in den Elefanten reingesteckt? Kommen wir in den Skill? In gewisser Weise ja. Du kannst diese unnützen Herzen auf den anwenden. Meiner hat jetzt statt anfangs 50, ich glaube 80 oder 85 Herzen. Ja, gut. Ja, 65 was, Herzen. Was willst du mit dem? Durch die Gegend reiten oder was? Das war ein Testlauf. Aufgabe ist auch ein Krokodil zu zähmen. Ja. Und das ist extrem stark, hoffe ich mal. Und das werde ich mir halt dann hochleveln. Wie ein Ark eigentlich. Ja, und was willst du damit? Dieses Sau lahmarschig, wenn du damit rumläufst. Ja, aber wenn ich wieder gegen Mutantenteile kämpfe und der Zombies in meiner Base spawnen, brauche ich mich um du die Du weißt kümmern. Aber, dass das, naja, der greift dann auch das, den Mutantenzombie an. Ja, aber der kommt nicht aus der Base raus. Wenn der Mutantenzombie reinkommt, oh ja, dann habe ich eine Arschkarte gezogen, aber... So kommt er nicht. Na dann, ich mach das lieber auf die altbekannte Methode. So, 34 Levels. Zweimal verzaubern. Oh, oh. Ach komm, ey. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht so groß sein. Ah, was ist das? Komodo-Waran. Ah, Mami. Alter, wie hast du dich an?
Au, oh, die hitten mich drei Blöcke weit. Scheiße, ich bin gleich down. Ich bin vergiftet. Rattlesnake gefunden. Was macht der Ike denn? Ich bin vergiftet und renne vor Komodo-Varan weg. Also von der Rattlesnake. Nein, Komodo-Varan. Rattlesnake ist eine Klapperschlange. Habe ich dann auch gemerkt. Viel Spaß beim Wegrennen. Nö, ich renne ja nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob du was kannst oder nichts. Ich hab's dir eben gesagt. Hä? Der Zombie ist gerade gesprungen! Und hat mich hier oben gehen. Nö, der stirbt jetzt. Oh, da geht der Minenschacht weiter, nice. Wie das aussah. Plopp! Ja, aber wirklich? Hä? Einfach so plopp. So ein Arschloch-Zombie, ey. Bleibst du ja? Du stirbst. Level 35. Ich möchte gerne eine Schlange, die nicht blubbert. Dummer Blut. Da kommt. Not step on snake. Ja, ich habe die Schlange gefunden. Und getötet. Nein, noch nicht. Au. Au. Jetzt aufgenommen von der Schlange. Das würde mich mal interessieren. Das ist Mordblut, das ist Mordblut. Rattlesnake Rattle, okay. Ich habe gerade zwei Quests abgeschlossen. Ja. Oh, Craft Maraca. Was? Och, die kannst du tame, die Schlange. Du kannst hier jedes Tier zählen, glaube ich. Warum macht man sowas? Na, aber Komodo-Varan war doch auch eine Quest. Waren wir da nicht so? Raid Dingsbums, finde Banane, Tame Mantis Shrimp. Was? Tame Mantis Shrimp? Tatsache. Oh, warte mal, ich muss mir mal ganz kurz hier ein bisschen so. 1, 2, 3. Das Grove Soul, Crimson, Straddler, Attempted Murder. 1 von 100, okay. Catch a Blob für Shark Bits, oh hahaha, ich muss mich beißen lassen. In Deep Spit, Komodo Dragon Spit, muss ich klatschen, also das Viech. A Rare Delicatesse, Cooked Lobster Tail, kann ich dann zu Hause machen. Okay. Ich muss also den Komodo-Varan klatschen. Das ist gar nicht so einfach, wenn die drei, vier Blöcke hitten können. Ja, doch mit dem Bogen. Wenn man einen ja, hätte. Ich hab meinen nicht mit. Ich hab da meinen nicht mit. Was ist denn das, Limestone E? Weg. Und eine Kiste. Und ein Minecart. Ein Goldapfel, eine Fackel und ein bisschen Crap.
Und schon wieder ganz viel Cowabs. Also wenn es danach geht, ich habe kein Problem mehr mit Wolle. Naja, hängt davon ab, wie viel wir nun wirklich noch an dieses Windrad packen müssen. Hey, du kannst aber nie 10.000 von den Dingern daran klatschen. Das geht einfach gar nicht. Ja doch, du kannst es ja theoretisch unendlich groß machen. Ja, aber das hat dann irgendwann auch keine Leistung mehr, weil irgendwann ist es, müssten die Dinger ja zu schwer sein. Keine Ahnung, wie die Physik da ist. Das müsste auf jeden Fall irgendwann abheben oder auch das rausdrehen oder so. Da. Stopp. Nee, da war nix. Also langsam rechts mir hier. Jetzt stirb. Alter, ich muss hebel, meine Dings ist gleich kaputt. Meine Rüstung. Holy shit. Ich hab nur noch 11 Dias. Ich muss wieder Dia farm gehen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das hier alles raus. Das raus. Das alles. Dahin, das dahin, das dahin. Gold, aber da rein. Sweeping Edge Buch kommt dann oben rein. Strings kommen da rein. Ja, immerhin Stack, 2 Stacks und 23 Strings. Damit lässt sich was anfangen. Das, das, das. Mobblut, Mobblut, die Rattlesnake da rein, das da rein, Kohle kommt da rein. Die bleiben. Diese hässlichen Zombie-Köpfe gehen mir so langsam auch auf den Sack. Ich brauche wieder Fackeln. So, und. Oh, Päuschen. Päuschen, Päuschen, Päuschen. Gehen wir mal schnell dahin. So. Wo sind die Kisten? Das da rein. Da. Gut. Bevor ich weitermache, ich mache ein kurzes Päuschen. Rockstar, Dancer, Killer, Drop.